Habt ihr schon mal den Begriff Kintsugi gehört? Dann wird es in diesem Video für euch spannend, weil dieser Begriff etwas ist, das ich erklären möchte. Es ist eine Technik, eine Form der Reparatur aus Japan, aus denen aus zerbrochenen Dingen schöne Dinge entstehen, die mit dem Alten etwas zu tun haben und trotzdem völlig neu sind. Das Thema, das ich darauf aufbaut, ist, bist du, wenn du aus einem narzisstischen Verhältnis herauskommst, für immer zerstört? Gibt es für dich überhaupt noch eine Chance, ein normales Leben zu führen? Oder ist dieser Missbrauch so tief, dass er dich für immer so nachhaltig negativ verändert, dass du ein Leben lang darunter zu leiden hast? Dieser Frage möchte ich in diesem Video nachgehen, weil es doch für die Opfer von Narzissten ja die mitentscheidende Frage ist, gibt es für mich eine Chance? Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Burnout- und Selbstwertcoach, Autor mehrerer Bücher und der Gründer des Deutschen Instituts für Burnout. Zu dem heutigen Video möchte ich dir kurz drei Bücher vorstellen, die dir auf dem Weg, ob du zerstört bist und wie du das herauskommen kannst, helfen können. Das wichtigste Buch hierzu ist Selbstwert ist kein Gefühl. Darin wird beschrieben, wie dein Selbstwert wieder zurückgewonnen werden kann. Das zweite Buch ist Hinterm Vorhang. Den Narzissmus im Grundsatz erst einmal richtig zu verstehen, ist, denke ich, das Wichtigste. Denn ohne dieses Verständnis wird dir alles andere nicht helfen. Und dann habe ich noch ein Buch geschrieben, das war mein erstes Buch, Ursprung vieler Krankheiten. Das heißt, hier wird aufgezeigt, was dich in die Krankheit hineinführt und dass es hierfür nur ein Prinzip gibt für sehr, sehr viele Krankheiten. Das heißt, wenn dich das interessiert, auch von der körperlichen Seite her, dann gerne dieses Buch noch dazu. So hast du eine gute Grundlage, um dich einmal intensiv damit zu beschäftigen, den Narzissmus, dein Selbstwert und die Krankheiten, die sich darauf aufbauen können. Doch nun möchten wir uns dem Thema Bleibe ich für immer zerstört und habe ich eine Chance widmen. Das Leben unter der Kontrolle eines Narzissten hat etwas Nachhaltiges mit dir gemacht. Wenn man rückblickt, dann sieht man, wie der Narzisst Stück für Stück die Kontrolle über dich, über deine Gefühlswelt, über das, was du zu denken und zu glauben hast, übernommen hat und wie er für dich immer mehr das Zentrum deines Lebens wurde. Du selber wurdest immer mehr von dir weggelöst, herausgelöst und alles hat sich auf diesen narzisstischen Menschen zugespitzt, zugewandt, sodass du dich selber im Ganzen verloren hast. Und irgendwann kommt der Punkt, und die meisten Zuschauer, die diese Videos schauen, sind an diesem Punkt, also mindestens, es kommt dein Erwachen. Und dieses Erwachen, das war bei mir wie ein Klick, wie ein Schalter, wo ich plötzlich verstanden habe, was lief da schief. Ein Gefühl war da, man konnte es nicht richtig begreifen, es war nicht richtig einzuordnen. Ich sag mal so, es hatte noch keinen Namen. Und plötzlich auf einmal Klick und es war klar, hier lief etwas grundsätzlich, grundlegend schief. Es war wie so ein Erwachen aus einem Schlaf, aus einem Dornröschenschlaf. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gehabt und plötzlich erwachst du. Plötzlich bist du da und denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Was kommt? Dann kommt, ich schaue immer wieder auf die Tafel, ihr wisst es, dann kommt deine Erkenntnis der Situation. Plötzlich wird dir klar, in welcher Situation, in welchem Missbrauch du dich befunden hast, was über Jahre, Jahrzehnte mit dir gemacht wurde und du hast gedacht, das ist normal. Und das ist ja das Fatale dran. Irgendwann denkt man, das ist normale Leben, so muss es funktionieren. Etwas anderes kann man sich auch nicht vorstellen. Man kann nicht verstehen, dass es andere Lebensformen wie diese, in denen man steckt, tatsächlich gibt. Dass es Menschen gibt, die nicht einen Eiertanz vollführen in ihrem Leben.
die nicht auf jemand anders komplett ausgerichtet sind, die komplett unter Kontrolle stehen, die sich nicht mehr sich selbst sein dürfen. Man denkt, das Leben, das man bisher geführt hat, ist normal. Und dann kommt diese Scham, dieser Aufbruch, dieser Aufschrei in dir, boah, das habe ich mit mir machen lassen. So war mein Leben bisher. Dieses tiefe Erkennen und diese, es darf nicht wahr sein. Das alles ist mit mir passiert. Das alles habe ich mit mir machen lassen. Diese Scham, und es ist wie dein Leben, das bisher eigentlich schön war, erscheint dir jetzt nicht mehr wie eine wunderschöne Vase, sondern es ist der Scherbenhaufen deines Lebens, vor dem du stehst. Alles zertrümmert, alles zerstört. Plötzlich wird dir dieses Zerstören des Narzissten, wie er dich zerstört hat, bewusst. Und plötzlich siehst du, dein Leben war keine Vase. Es ist ein Scherbenhaufen, der vor dir liegt. Und das ist das Schwierigste. Und jetzt kommt der wichtigste oder drei wichtige Punkte. Wie kann ich aus diesen Scherben etwas Neues machen? Und kann mich hier tatsächlich in einen Prozess begeben, der eine Veränderung bringt. Das ist dieses Kintsugi. Diese Scherben, das ist erstmal das, was man eingestehen muss. Das Erste, das man sich eingestehen muss, zuzulassen, dass die Situation genau so ist. Das heißt, kognitiv zuzulassen, ich verstehe, mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Also nicht sich eine Vase vorzustellen und dann versuchen, an der ein bisschen was rumzumalen, um das Ganze nicht so schlimm erscheinen zu lassen, einzugestehen, das ist ein Scherbenhaufen. Die Scherben sind da, mein Leben, das ist zerbrochen. Ich bin an dem Narzissten zerbrochen. Er hat mich zerbrochen, er hat mich zerstört. Und jetzt ist das, was da ist, das sind Scherben. Und das zuzulassen ist gar nicht so leicht, weil ich müsste dann zugeben, dass ich über Jahre, Jahrzehnte in einem komplett falschen System gelebt habe und mir das einzugestehen und zu sagen, ja, ich habe mich missbrauchen lassen, ich war unter Missbrauch, und all dieses sich einzugestehen, das sind die Scherben, das ist die Grundlage, die wir brauchen. Wenn wir denken, das sei eine Vase, dann werden wir nie anfangen, das Ding zu reparieren. Weil warum sollte ich eine Vase reparieren, wenn sie ganz ist? Vielleicht hat sie einen kleinen Sprung oder kitte ich ein bisschen drüber, lass halt kein Wasser mehr rein, dann sieht man gar nicht, dass die Vase nicht mehr funktioniert. Sondern zuzugeben, Scherbenhaufen. Das ist das, was ich jetzt habe. Das Zweite, und das ist jetzt fast noch wichtiger als das Erste, wenn man den ersten Schritt durch hat, das Zweite, den Zugang zu seinen verdrängten Gefühlen wiederzufinden. Das nenne ich dann bei dem Scherbenhaufen in diesem Kintsugi, das ist der Kit, den ich jetzt brauche. Das sind der Zugang zu meinen Gefühlen. Das heißt, das, was ich bisher abgespalten habe, weil den ganzen Schmerz, den ich erlebt habe, den habe ich wie durch einen Nebel erlebt, durch ein Trauma, das konnte gar nicht normal gehen. Das heißt, diese Gefühle, die tatsächlich da sind, zu diesen wieder Zugang zu finden und vor allem zuzulassen, dass ich wieder fühlen darf, was ich fühle. Unter narzisstischer Kontrolle hat der Narzisst meine Gefühle bestimmt und mir gesagt, wie und was ich zu fühlen habe. Und jetzt diesen Zugang wieder zu finden, ich darf fühlen, was ich fühle. Das hört sich so leicht an, natürlich, warum nicht? Wer unter diesem Missbrauch gelebt hat und wer von sich abgespalten und losgetrennt war, der weiß, wie schwer dieser Schritt ist. Der weiß, dass man sich auch über diese lange Zeit an Dinge gewöhnt, an ein Nichtfühlen gewöhnt, und plötzlich soll ich wieder fühlen dürfen. Gar nicht so leicht, das hört sich so leicht an für jemanden, der dieses Problem nicht kennt. Wenn du aber wieder Zugang zu deinen Gefühlen gefunden hast, wenn du wieder fühlst, wenn du dir erlaubst, dir wieder selbst zu vertrauen und deinen Gefühlen zu vertrauen, dieses
Du darfst dich wieder spüren, du darfst dich wieder fühlen. Dann kommt der dritte Punkt. Dann darfst du auch all die Gefühle, die jetzt da damit einhergehen, die sich so lange aufgestaut haben, denen darfst du Ausdruck verleihen. Das heißt, du darfst Wut fühlen, du darfst deinen Zorn fühlen, du darfst die Scham fühlen über dich selbst, die Wut auf dich selbst. Du darfst den Groll fühlen. All diese Dinge darfst du fühlen. Aber auf der anderen Seite darfst du auch Liebe fühlen, du darfst Freude fühlen. All das, was sich im Lauf der Zeit genauso verabschiedet hat und eigentlich nur noch von einem Gefühl sozusagen überlagert wurde, und das war deine Angst vor der Stimmung des Narzissten, all das darf jetzt wieder zum Vorschein kommen, die Angst überwunden werden, und diese Gefühle dürfen wieder in den Vordergrund auch in deinem Leben kommen. Da gehört die Liebe dazu, die Freude, die Zuneigung zu jemandem, die Hoffnung, all diese Dinge gehören dazu, die du jetzt wieder fühlen darfst. Das nenne ich das Gold, das in dieser Technik angewandt wird, dass die Scherben zusammengeklebt werden mit dem Kitt der Gefühle und dass diese Gefühle, die du jetzt fühlst, und hier geht es mir vor allem um deine positiven Gefühle, die negativen irgendwann verdrängen sollten, das wäre gut. Die Liebe, die Freude, die Zufriedenheit, das ist das Gold, das dann diese Vase, dieses Neue verziert. Es wird nie mehr ganz das Alte sein, aber das sieht für seine Form mit dieser Technik angewandt nachher so schön aus. Auch hier kommt ein ganz neuer Reiz heraus, etwas ganz Neues, etwas, das mit Gold überzogen ist. Und hier auch für Christen, wenn Gott in seiner Liebe, in seiner bedingungslosen Liebe erkannt wird, dass dieses Gold dann auch alles andere überwiegt. Weil bisher konnte ich Gott ja nur über ein anderes System verstehen, aber um das soll es hier nicht gehen. Das ist jetzt nur ein kleiner Einschub. Aber dass dieses Gold, diese neue Vase etwas völlig Neues darstellt. Es ist klar, du wirst nie mehr der Alte sein oder die Alte, aber etwas Neues, etwas viel Schöneres darf entstehen, etwas, das dich ganz neu beseelt, zu deinem Selbst eine ganz neue Beziehung aufbaut und dich in ein komplett neues Leben bringt. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, nicht zu verzweifeln und auch nicht am ersten Schritt stehen zu bleiben, am kognitiven Schritt, dieses nur zu verstehen, ah, das ist so, und die Scherben dann einfach Scherben sein zu lassen, sondern in die Gefühle zu kommen, zu fühlen, den Kitt der Gefühle zu nehmen und dann diese mit Gold, mit den positiven Gefühlen, mit Gold zu übermalen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, darfst du mir gerne einen Daumen hoch geben. Du darfst diesen Kanal natürlich abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, auch über Kommentare, wie es dir ergangen ist bei deinem Erwachen, beim Verändern deiner selbst, weil diese Zeugnisse für so viele Menschen eine Hilfe sind, dass sie sehen, ja, es gibt die Chance, sein Leben komplett neu aufzubauen. Wenn es dir nicht gelungen ist, darfst du genauso gerne schreiben, warum nicht, was du fühlst, weil auch dieses Ausdrücken deiner Gefühle vielen helfen kann. Schreibt in die Kommentare, lasst uns an eurem Leben teilhaben, an eurem Weg, den ihr gegangen seid, sodass wir verstehen, wir sind in dieser Situation nicht allein, sondern es gibt genug Menschen, die das gleiche Schicksal mit uns teilen. So wünsche ich euch auf eurem Weg ein liebes Grüßle. Euer Hubert Hafner.